So, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch zeigen und erklären, was denn passiert ist, wenn ihr im Fly-by-Wire A320 die Fehlermeldung GPS Primary Lost habt und euer Navigationsdisplay die Karte nicht anzeigt. Und ich erkläre euch natürlich auch, wie ihr das Problem löst. Angeregt dazu hat mich der liebe Delphin aus unserem Discord-Support-Team. Vielen Dank dafür. Und ja, bevor wir richtig loslegen, denkt bitte dran, wir haben inzwischen einen Discord mit über 2000 Mitgliedern. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Probleme habt oder einfach nur über den Flusi schnacken wollt oder Mitglieder sucht, dann kommt doch zu uns auf den Discord-Server. Den Link dazu findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite beziehungsweise dann nachher in der Videobeschreibung. Gut, liebe Leute, was ist denn jetzt die Ursache für diesen Fehler? Ganz einfach. Wenn man sich bewegt, während die ADIRs, das sind diese drei Teile hier oben, ja, sich eigentlich noch alignen, dann gibt es einen Fehler. Normalerweise, standardmäßig, dauert das durchaus bis zu 8 Minuten, bis sich die IRS aligned haben. Und wenn man sich währenddessen schon bewegt, weil man sich zurückstoßen lässt oder schon anfängt zu taxien, dann wird die ursprüngliche Meldung, die hier steht, erst, ja, steht da glaube ich, IRS aligned on 7 Minuten oder irgendwie sowas, die ist erst grün, die wird dann so ein bisschen, ja, was ist das für eine Farbe? Orange. Und dann steht nachher NAV TCAS Fault da. Und das Ganze, wie gesagt, kann passieren, wenn ihr selber einfach beim Bearbeiten der MCU, Eingeben des Plans und so viel zu schnell seid und dann schon anfangt los zu pushen, bevor die 7 Minuten um sind. Ja, also bevor diese Meldung hier verschwindet. Oder aber ihr habt zum Beispiel den KI-Piloten mit an, also die KI-Steuerung, und lasst ihn den Funkverkehr verwalten, den Co-Piloten. Denn der Co-Pilot wird, sobald die APU hochgefahren ist, den Pushback anfordern. Und wer da relativ zügig ist, so wie ich in der Regel, der hat dann einfach Pech. Und dann gibt es nachher diesen Fehler. Ich hatte jetzt ein paar Tests gemacht, wie man das denn beheben kann, ohne komplett den Flug neu zu starten, also ohne alles neu einzugeben. Und bei einigen meiner Tests hat es einfach gereicht, wenn ich jetzt noch gewartet habe. Wenn ich einfach weiter warte und warte und warte und irgendwann kommt die Karte dann trotzdem. Oder aber man schaltet einfach sicherheitshalber die ADIRS nochmal off. Ja, einfach nochmal ausschalten. Alle drei. Und nochmal anschalten. Auf NAV. Dann dauert es wieder eine ganze Weile und dann irgendwann erscheint die Karte. Also nicht verzweifeln. Jetzt gibt es noch eine Option in den Menüs, in dem man das Ganze beschleunigen kann. Das heißt, wir können hier unten bei MCDU-Menü Options Realism die Align-Zeit einstellen. Standardmäßig steht das auf Real. Wer also noch nie hier was umgestellt hat, wird das einfach bei diesen 8 bis 7 Minuten haben. Jetzt kann man zwei andere Einstellungen nehmen. Einmal Instant und einmal Fast. Fast ist, glaube ich, 2 Minuten oder so. Und Instant bedeutet, wenn man die ADIRS auf On schaltet, wird instant die GPS auch aligned. Also das wäre dann zur Kontrolle immer hier. Na, das sind die IRS Aligns. Und wir probieren das jetzt nochmal mit Instant eingestellt. Schalten die nochmal aus. Ja, Fehler ist immer noch da. Und jetzt schalte ich die einfach wieder ein. Mit der Zeit auf Instant gestellt und schon geht alles. Ja, also einfach versuchen, sich nicht zu bewegen, während die IRS sich alignen, beziehungsweise halt in den Optionen die Zeit ein bisschen runtersetzen. Mehr steckt da gar nicht hinter, liebe Leute. Gut, liebe Leute, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein. Denkt dran, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Fragen habt oder einfach nur über den Flusi schnacken wollt, beziehungsweise ein paar Mitspieler sucht für eure Multiplayer-Flüge, dann kommt zu uns auf den Discord. Wir haben inzwischen über 2000 Mitglieder. Den Link dazu findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite beziehungsweise in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.